Und willkommen zum Baumentor-Kanal. Heute mit dem wahrscheinlich gefährlichsten Baum, den wir jemals gefällt haben. Wir hatten ja schon mal eins, der übertrifft alles. Weil hier haben wir jetzt eine Weide, komplett noch behaart. Und das Problem ist, ich habe es vorher nicht so gesehen, aber der Stamm ist komplett von oben bis unten und jeder Starkast ist hohl oder hat Braunfäule drin. Das heißt, wir können auch nicht mal hochgehen und das klassische Spiel machen mit Ricking und so. Es ist nicht möglich. Das heißt, wir haben jetzt haben auch nicht die Möglichkeit, ihr seht das ja beim Zugang, dass hier eine Hebebühne herkommt, ein Kran, irgendwas. Vergesst das alles, das geht hier nicht. Wir müssen mit der Hand das machen. Es ist ein extrem hohes Risiko, weil da drüben der grüne kleine Bungalow, die Sauna soll erhalten bleiben. Und der Baum neigt sich natürlich schön zur Seeseite hin. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht viele Versuche. Wir können den anschneiden unten. Wir haben versucht, jetzt den abzusichern. Ihr seht das eine Seil, was jetzt noch ein bisschen ungünstig hängt. Das müssen wir noch mal neu nachjustieren. Das hängt nämlich im Dach von der Sauna. Das müssen wir rausmachen. Haben wir gar nicht gesehen. Auf jeden Fall haben wir zwei Spanngurte unten. Wir haben da, wo noch die beste Stelle von der schlechtesten Stelle ist, also wo noch relativ viel Substanz ist, haben wir jetzt das Zugseil eingehangen. Wir ziehen es mit der Winch an den Baum da hinten ran. Und wir haben ein Seil, deswegen dieses rote hier vorne, was eben verhindern soll, dass der Baum zu sehr in diese Richtung treibt. Das heißt, es ist hier vorne einfach statisch festgemacht. Und dann gucken wir mal. Ne? Also wie gesagt, wir haben nicht viele Versuche. Wir müssen vorsichtig gucken. Der Baum, wenn man sich oben reinstellt, bewegt sich schon. Der wackelt und er sagt nichts Gutes. Ne? Also ihr werdet sehen, wenn der unten landet, der wird sich komplett pulverisieren. Und wir hoffen, dass wir ihn als Ganzes erstmal bewegt bekommen. Das ist die Herausforderung. Also in dem Sinne, viel Spaß. Ist das schon die gute Seite? Das ist schon die. Na denn? Ich muss jetzt nochmal von der Seite, weil da bin ich nicht so gut rangekommen. Von der anderen Seite ist das schon ganz gut. Kurbel weiter, wenn ich fertig schneide. Wenn du schneidest, soll ich kurbeln. Ja, unbedingt. Nicht schwanken, also muss relativ gleichmäßig halten. Das ist anstrengend. Thank you.
So, okay. Dorn wegmachen, der macht die ganz gut. Das Foto müssen sie schicken, dass der darin krabbelt. Ja. Ey, haben wir Glück gehabt, dass der so geklumpst ist. Nee, toll gemacht. Ja. Wo ist er hin? Ja, ne, wie das dann auch zerfällt, so in Stücke dann, weißt du, beim Schneiden. Ja, ne? Ja, auch noch voll Spannung und so.